Nils Petersen, ich glaube, es wäre eine blöde Frage, ob Sie enttäuscht sind. Aber wie bitter ist es, diesen Ausgleich dann noch in dieser Nachspielzeit zu bekommen und damit eben noch nicht durch zu sein in der Saison? Ja, für den Moment, glaube ich, unerklärlich. Ich glaube, wer noch nie Fußball gespielt hat, kann sich gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Und wer schon mal Fußball gespielt hat, weiß genau, was für eine Situation wir gerade stecken. Wir führen 2-0, machen, glaube ich, 85 Minuten ein Riesenspiel und geben das dann noch so aus der Hand, glaube ich, auch gegen eine Mannschaft, die, glaube ich, wahrscheinlich noch weniger Selbstbewusstsein als wir haben dürfte. Und deswegen war es zu einfach heute, wie gesagt, wie wir das Spiel dann aus der Hand gegeben haben. Ich glaube, wir sollten trotzdem versuchen, das Positive rauszuziehen und die Stimmung hochzuhalten, auch wenn es natürlich jetzt direkt nach dem Spiel schwer ist. Aber es bleibt nichts anderes übrig, als dann wirklich nächste Woche dann endgültig den Sack zuzumachen. Sind es dann auch die positiven 85 Minuten, die Sie ansprechen, die man nächste Woche in diesem letzten Heimspiel gegen Frankfurt dann in die Waagschale wirft, um das dann klar zu machen? Ja, das müssen wir machen. Also wir haben jetzt wirklich die Chance heute schon vertan, sage ich mal, den Sack zuzumachen. Und jetzt müssen wir es versuchen, gegen Frankfurt zu machen. Das ist kein einfaches Spiel. Für Frankfurt geht es auch noch um viel. Er hat heute wieder gewonnen, hat Anschluss an Schalke. Und wir versuchen natürlich trotzdem dann nächste Woche genauso mit dieser Atmosphäre, die wir heute hatten, wo wir, glaube ich, auch stolz sein können auf unsere Fans. Gut ab vor der Atmosphäre, dann versuchen wir dort endlich gegen Frankfurt diesen Bock umzustoßen, auch mal wieder 3 Punkte zu holen, was uns, glaube ich, gut tun würde. Ich glaube, hätten wir die letzten 10 Spiele mal einen Sieg eingefahren, hätten wir auch so ein Spiel wie heute nicht aus der Hand gegeben. Aber so fehlt uns einfach dann die Sicherheit, die man halt auch in so einer Phase braucht, auch wenn man vielleicht mal ein 2-1 kriegt, das kann immer passieren, aber noch ein zweites darf man sich da nicht einfangen.